Parkour? Hatten Sie eine gute Anfahrt? Ja. Gut. Wie lange sind Sie nicht mehr hier gewesen? 35 Jahre. Darf ich Ihnen unseren großartigen Schriftsteller vorstellen? Stefan Belcourt. Guten Abend. Guten Abend. Und Ihr Nachname? Andrieux. Lucas Andrieux. Ist ja lustig. Denn ich kannte früher einen Thomas Andrieux in der Schule. Von denen gab's nicht viele. Muss mein Vater gewesen sein. Haben Sie ihn gut gekannt? Ein bisschen. Sag das bloß keinem. Fällt mir schwer, ihn mir so vorzustellen. Los, komm. Auf dem Hof hieß es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wie war mein Vater so? Was willst du hier? Ich hab dich gewarnt, dass alles unter uns bleiben muss. Du verstehst es nicht. Du verdrückst dich und ich werd bleiben. Wenn ich bleibe, gehe ich drauf und du auch. Nur wenn Sie im Fernsehen waren, strahlte er. Wer war er für Sie? Warum wollen Sie nicht antworten? Hast du noch mehr solche Überraschungen parat? Weil dein Vater mich verlassen hat, ganz plötzlich, so wie dich, ohne ein Wort, ohne Erklärung. Wie war das? Ich fühle mich unwohl, also beruhigen wir uns. Du wirst nach Bordeaux gehen. Und dabei wird es gewiss nicht bleiben. Was ist los, Lucas? Erklär's mir. Alles bestens. Ich erzähl's dir ein andermal. Alles, was er mir hinterlassen hat, sind Fragen. Aber ich habe den Vater wie verrückt geliebt. Hey Freunde, Eddie hier von Filmbuzzer. Am 23. Februar 2024 mit der Veröffentlichung von Hör auf zu lügen auf Disc und Video on Demand erwartet das Publikum einen Film, der die emotionalen Tiefen menschlicher Beziehungen erforscht. Unter der Regie von Olivier Péan und basierend auf dem preisgekrönten Roman von Philippe Besson taucht der Film in die komplexe Geschichte des erfolgreichen Romanautors Stéphane Belcourt ein, der von Guillaume de Tonquédec gespielt wird. Er kehrt in seine Heimatstadt zurück und trifft dort auf Lucas, dargestellt von Victor Belmondo, den Sohn seiner ersten großen Liebe, was eine Flut lebhafter Erinnerungen und vergrabene Gefühle hervorruft. Der Film, der seine Deutschlandpremiere als Eröffnungsfilm des Queer Film Festival Berlin feierte, verwebt die Themen von Liebe, Identität und persönlicher sowie gesellschaftlicher Akzeptanz. Die subtile und sensible Darstellung der Charaktere, gepaart mit der sorgfältigen Regie und der emotionalen Tiefe des Drehbuchs, zeichnet Hör auf zu lügen als ein eindrucksvolles Werk aus. Péan schafft es, die Intimität und Verletzlichkeit der Charaktere einzufangen, während er gleichzeitig einen narrativen Rahmen schafft, der die Spannung aufrechterhält. Die Leistungen von Guillaume de Tonquédec und Victor Belmondo sind besonders hervorzuheben. Sie schaffen eine vertraute Atmosphäre, die den Zuschauer eindrucksvoll in den Bann zieht. Ihre Chemie auf der Leinwand vermittelt authentisch die komplexe Dynamik zwischen ihren Charakteren. Hör auf zu lügen ist ein Film, der nicht nur durch seine erzählerische Kraft und filmische Schönheit überzeugt, sondern auch durch seine Fähigkeit, tiefgreifende Fragen über Liebe, Wahrheit und die Akzeptanz des Selbst aufzuwerfen. Ein sehenswerter Film, der zwar nicht als Meisterwerk gilt, aber durch seine feinfühlige Handhabung komplexer Themen und Charaktere besticht. Ein sehenswerter Film, der zwar nicht als Meisterwerk gilt, aber durch seine feinfühlige Handhabung komplexer Themen und Charaktere besticht. Also, ab dem 23. Februar 2024 könnt ihr den Film auf Disc und Video on Demand sehen. Empfehlung geht raus.